Nicht unbedingt Freude, aber große Erleichterung beherrschte den französischen Wahlabend. Emmanuel Macron bleibt Frankreichs Präsident und hat sich in der Stichwahl mit 58,54% der Stimmen gegen Rechtspopulistin Marine Le Pen durchgesetzt. Der Liberale dankte, symbolträchtig am Fuß des Eiffelturms, nicht nur seinen Anhängern, sondern der gesamten Nation. Ich denke auch an all diejenigen, die für Madame Le Pen gestimmt haben und heute Abend enttäuscht sind. Bitte buhen Sie niemanden aus. Darum habe ich Sie von Anfang an gebeten. Denn von nun an bin ich nicht mehr der Kandidat eines Lagers, sondern der Präsident aller. Seine Herausforderin Marine Le Pen kommt auf 41,45% und verbesserte damit ihr Wahlergebnis vom letzten Duell gegen Macron 2017 um fast 8 Prozentpunkte. Die 53-Jährige versprach, den politischen Kampf fortzusetzen und Frankreich niemals aufzugeben. Mit mehr als 43% der Stimmen ist das Ergebnis an sich schon ein strahlender Sieg. An diesem Abend starten wir die große Schlacht um die Parlamentswahlen. Ich werde diesen Kampf an der Seite von Parteichef Jordan Bardella mit all jenen führen, die den Mut hatten, sich Emmanuel Macron im zweiten Wahlgang zu widersetzen. Kurz gesagt, mit all jenen, denen die Nation am Herzen liegt. Dem wiedergewählten Präsidenten Emmanuel Macron steht die größte Herausforderung noch bevor, schnellstmöglich zu einen und vereinen, um diejenigen zu besänftigen, die in seiner ersten Amtszeit enttäuscht hat. Noch vor den Parlamentswahlen im Juni.